Russland-Ukraine. Die Details des 15 Punkte umfassenden Einigungsplans sind durchgesickert. Die Details der Türkei erregten Aufmerksamkeit. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der seit dem 24. Februar andauert, habe eine diplomatische Lösung an Gewicht gewonnen, schrieb die britische Zeitung Financial Times, ein 15 Punkte umfassendes Friedensabkommen stehe auf der Tagesordnung. Der Frieden nähert sich in 22 Tagen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin mit der am 24. Februar getroffenen Entscheidung in die Ukraine einmarschiert ist. Während sich Staatsoberhäupter und Minister in den letzten Tagen nacheinander trafen, schrieb die britische Zeitung Financial Times, Russland und die Ukraine arbeiteten am Entwurf eines 15-Punkte-Abkommensplans zur Beendigung des Krieges. In dem Plan war bemerkenswert, die Erklärung eines Waffenstillstands zurückziehen würde, wenn Kiew seine Neutralität erklären und die Grenzen seiner Streitkräfte akzeptieren würde. Die Nachrichten, die mit den von den Teilnehmern der Friedensgespräche erhaltenen Informationen erstellt wurden, besagten, dass die Parteien all dies am Montag am Verhandlungstisch besprochen hätten. In die Sitzungen wurden auch Informationen über die Türkei aufgenommen. Im Gespräch mit der Financial Times wiesen Beamte darauf hin, dass Kiew aufgefordert wurde, seinen Antrag auf NATO-Beitritt zurückzuziehen und Verbündeten wie den USA, Großbritannien und der Türkei zu versprechen, keine ausländischen Militärbasen und Waffen im Austausch für Schutz zu beherbergen. Während erklärt wurde, dass der Garant der westlichen Länder gegenüber der Sicherheit der Ukraine ein großes Hindernis für das Abkommen mit Moskau sei, gaben Moskau und Kiew bekannt, dass in den letzten Tagen Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt wurden. Einige ukrainische Beamte, die mit der Financial Times sprachen, behaupteten jedoch, dass der russische Führer Putin an diesem Abkommen nicht interessiert sei und diesen Schritt nur unternommen habe, um wieder Zeit für seine Streitkräfte zu gewinnen. Mykhailo Podolyak, ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, sprach mit der Financial Times. Jedes Abkommen wird die Aufgabe Russlands von Gebieten beinhalten, die es seit dem 24. Februar erobert hat, sagte Podolyak. Dazu gehören Orte in der Asowschen und der Schwarzmeerregion sowie östlich und nördlich von Kiew. Es gibt derzeit kein wirksames europäisches Sicherheitssystem. Als es in Europa einen schweren Krieg gab, trat die NATO sofort zur Seite. Wir haben das ukrainische Sicherheitsmodell vorgeschlagen. Wenn sich eine Situation entwickelt, die ihre territoriale Integrität beeinträchtigt, wird eine bestimmte Anzahl von Garantiestaaten der Ukraine zur Seite stehen. Während in der Erklärung festgestellt wurde, dass das Abkommen erst seit dem 24. Februar für die besetzten Gebiete gilt, wurde daran erinnert, dass die Situation mit den Pro-Moskau-Gruppen, die die Ostukraine nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 eroberten, anders war. Der Planentwurf sieht vor, dass die ukrainischen Streitkräfte fortbestehen, sich aber verpflichten, sich aus einer Union wie der NATO herauszuhalten und dass ausländische Militärstützpunkte nicht im Land stationiert werden dürfen. Putins Sprecher Dmitri Peskow schlug gestern auch vor, dass die Ukraine einen neutralen Status wie Österreich und Schweden haben könnte. Andererseits erklärten zwei Beamte, die mit der Financial Times sprachen, im Text des Abkommens, dass Russland plane, den Weg für den Gebrauch des Russischen in der Ukraine zu ebnen. Als Russland mit der Invasion begann, argumentierte es, dass der Krieg begonnen habe, um die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine zu schützen und den von den Neonazis verursachten Völkermord zu stoppen.